Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und wir haben ein neues Banner für Dragon Ball Legends. Ein Vorschau, besser gesagt, zum nächsten Banner von Dragon Ball Legends. Es ist wieder ein Legends Rising Banner. Heißt, ich habe eigentlich gedacht, es wird wieder ein neues Story Banner kommen. Ähnlich wie damals nach dem Legends Rising Banner von Broly mit dem Story Banner von Freezer. Ist nicht so, wir bekommen wieder ein Legends Rising Banner mit unter anderem, ihr seht es schon, Bardock und Freezer First Form. Also erst vom Freezer. Wir werden uns gleich alles dazu anschauen, was wir bereits wissen. Wann kommt denn das Ganze online? Nämlich eigentlich morgen schon. Morgen am 10. August ab 10 Uhr morgens unsere Zeit. Denn morgen gibt es eine Wartung im Spiel selbst. Diese geht von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens unserer Zeit. Heißt, ich rechne stark damit, dass dann quasi danach das Banner kommt. Denn das Ganze ist auch schon in-game. Und zwar haben wir zum einen mal unseren Urvater Sparking Bardock. Ohne überhaupt zu wissen, was er drauf hat, will ich ihn. Ja, es ist Bardock, schaut mal, wie krank der aussieht. Und natürlich im Kampf 1v1 gegen Freezer hier. Was aber hier drin steht, in seinem Text steht, dass Bardock mächtig stolz auf seine überwältigende Härte trumpft mit ganz besonderen Schlagangriffen. Also schätze ich mal davon, oder gehe ich davon aus, er ist von Element Grün. Und ich gehe davon aus, dass er ein Schlagangriffstyp ist, sonst würden sie das nicht so hinschreiben mit den Schlagangriffen. Er lässt keinen Gegner entkommen und seine Hauptfähigkeit sorgt mit ihren noch nie gesehenen Effekten für Aufmerksamkeit. Also da bin ich doch auf jeden Fall dran gespannt, da werden wahrscheinlich neue Mechanics mit reinkommen, bin ich auf jeden Fall offen dafür, was unser Boy Bardock drauf haben wird. Ich hoffe wirklich bereits, dass sie direkt morgen kommen, nach der Serverwartung ab 10 Uhr morgens. Wie gesagt, unser Boy erst vom Freezer ist hier quasi an der Stelle vom Element Blau und bei ihm steht dran, mit seinen Schlagangriffen hätte er gegen die Fernangriff seiner Gegner stand. Ja, okay, ja, bei ihm würde ich nicht voreilig sagen, dass er auch vom Schlagangriffstyp ist, obwohl man das auch eigentlich vom Text herauslesen kann. Dann steht noch drunter, sein Kampfstil ist absolut einzigartig. Was meint damit, dass sein Kampfstil einzigartig ist? Ich denke, dass er halt in seinem kleinen, was auch immer, Sessel da rumkämpft. Ich glaube, das liegt daran. Ich bin echt gespannt, was er auf jeden Fall drauf haben wird. Freut mich auf die beiden Sparking Bardock und Sparking Freezer. Ich will auf jeden Fall unseren Boy Bardock, wenn er kommt, werden wir auf jeden Fall für ihn summonen. Eigentlich wäre es das so viel zum Vorschau. Wir haben nicht viel mehr Informationen. Ihr seht, es ist ganz kurz und knapp. Ganz kurz und knackig, würde ich sagen. Kurz und knapp tut es natürlich auch. Aber eigentlich wussten wir schon, dass diese beiden Charaktere kommen werden. Diese beiden nächsten Sparken-Charaktere. Denn wir hatten Leaks. Die will ich euch gar nicht mal vorenthalten. Nämlich, wenn wir uns das hier angucken. Das ist aus, by the way, ich bin hier die ganze Zeit unterwegs gewesen auf legends.dbz-space. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Schaut es auf jeden Fall euch an. Das ist auch aus der Seite legends.dbz-space. Und ihr seht hier gewisse Sparken-Charaktere als Platzhalter. Heißt, das waren Leaks, die sind Daten, also die Namen, sage ich mal, die Sparking-Platzhalter sind in den Daten des Spiels. Die Leaker haben das geleakt. Ihr selbst seht das auf der Legends-Seite nicht. Hier könnt ihr das nicht sehen, wenn ihr auf Charaktere geht. Nämlich, hier sind die Charaktere, die es gibt. Diejenigen, die das sehen können, sind die Admins und die Mods dieser Seite, die dazugehören. Und die haben das geleakt auf Legends Reddit oder eben auf der Legends Reddit Twitter-Seite. Und hier stand auch dran, zum einen, bam, Sparking Bardock und First Form Freezer. Heißt, man wusste eigentlich, dass diese beiden kommen werden. Deswegen würde ich euch mal ganz kurz das auch zeigen, mit welchen Charakteren wir in Zukunft erwarten können. Manche davon sind auch gekommen. Hier steht zum Beispiel dran Super Saiyan Goku. Das ist der Goku, den wir bekommen haben, schätze ich mal, mit dem Herzvirus. Hier ist zwar noch einer, okay, aber da werden sicherlich in Zukunft noch welche andere kommen. Aber Krillin, Sparking Krillin haben wir neulich bekommen. Wo sind die Androids? Die standen hier nämlich auch drinnen. Hier, Android 17 und Android 18 waren auch drinnen. Dann haben wir zum Beispiel, warum ich stark dachte, dass nach dem Banner aktuell, beziehungsweise nach dem Talis-Banner, weil auch ein Legends Rising-Banner wieder ein Story-Banner kommt, weil es eigentlich davor auch so war, weil das Spiel ist ja ganz neu, da geht alles, also jedenfalls ist ja das nächste Banner, das ist ein Legends-Banner und wie gesagt, Bardock und First Time Freeze sind auch da, aber wir haben hier zum Beispiel auch Super Saiyan Super Trunks, das ist Buff Trunks, wir haben Super Saiyan Super Vegeta, soll es ja auch irgendwo sein, habe ich nämlich auch gesehen, hier Super Saiyan Super Vegeta, das ist Super Vegeta, dann haben wir hier an der Stelle Android 16, wir haben hier Perfect Form Cell Sparking, wir haben hier Super Saiyan Gohan, ja, als Kind, also ihr merkt schon, da kann auf jeden Fall in Zukunft, wird auf jeden Fall sehr viel kommen, was wir noch haben, ist Super Saiyan Kale, Zamasu, Kalifla, Bojack haben wir an der Stelle, noch ein Super Saiyan Goku, Fused with Kami Piccolo, wir haben hier Super Saiyan, nee, wir haben hier Goku als Kind an der Stelle,
Was haben wir noch zu sagen? Super Saiyan GT, Super Saiyan Vegeta GT, Goku the King Piccolo und. My Future, könnt ihr das Ganze mal euch ansehen. Und Khalifa, unsere Girl, haben wir auch. Also in Zukunft, in der nahen Zukunft, kann ich mal sagen, das wären so die nächsten Spartan-Charaktere, die kommen werden. Das ist schon, denke ich mal, mehr oder weniger solide hier, solide Informationen. Denn wir haben ja jetzt den ganzen bekommen, Android 17 etc. etc. Und was wir bekommen werden, ist das 6 Bardock First von Freezer. Ich hoffe, nicht nur, also da wird natürlich noch andere Charaktere in das Pool kommen. Ich weiß nicht, ob weitere Sparking-Charaktere kommen werden zu den beiden, aber ich hoffe auf eine Rückkehr von Broly. Ich hoffe, dass Sparking Broly wieder in den Banner kommen wird, den ich ziehen konnte, nicht zum Beispiel. Wäre auf jeden Fall cool, wenn er kommt. Ansonsten wäre es das, Freunde, was hat ihr von unserem Urvater Bardock? Freut ich für ihn, wenn das Ganze morgen kommen wird, wird es auch einen Sum wieder zu geben. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt schon viel Erfolg beim Sum, diejenigen das machen werden. Lasst mich wieder in den Kommentaren wissen, was ihr von den beiden haltet. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.